lecker. Die Stimmung im Studio ist schon wieder so unglaublich, dass wir kaum dazu kommen, überhaupt noch mit der Sendung anzufangen. Wahnsinnspublikum, aber an meiner Seite, was soll ich sagen, volle Kanne. Hier ist sie, Andrea Balschuh, und sie wird heute fantastisch backen. Das hoffst du. Ja, ich weiß das. Weil sie ist mit Liebe und Leidenschaft in der Küche, hat mir allerdings vorher verraten, sie kann dabei nicht kommunizieren, sie schmeißt ihren Mann raus, aber wir werden das heute hinkriegen. Der glaubt immer, dass ich stinksauer bin, wenn ich in der Küche stehe, aber es hängt damit zusammen, dass ich mich echt immer konzentrieren muss. Heute kannst du dich auf mich konzentrieren und deine wunderbaren gefüllten Nussplätzchen werden ein Träumchen. Ah. Ich werde übrigens, ich war heute Morgen schon angeln, als Johann wieder auf Rafting-Tour war, und habe eine wunderschöne Forelle, eine Regenbogenforelle, die ich knusprig backen werde, mit schönen Kartoffelchen dazu gebraten. Aber was wäre diese Sendung ohne den Mann, für den man Kohleherde entwickelt hat, Ceranfelder gesetzt hat, also für den Mann, wo Gewürze erst wachsen, Johann Lafer. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, für Sie kochen zu dürfen, und ich freue mich sehr, einen Gast zu haben, bei dem ich etwas skeptisch bin. Wenn man liest, TV-Schauspieler und Rechtsanwalt, was das wohl mit sich bedeuten mag, herzlich willkommen, Ingo Lenzen. Vielen Dank. Ingo? Ja? Muss man als Koch auch Schauspieler sein? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du machst das ganz natürlich und da braucht man kein Schauspieler sein. Ich hingegen habe heute ein wenig Respekt. Ich habe gehört, du seist sehr streng. Ja, bin ich immer beim Kochen. Klar. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ein Rechtsanwalt ist auch streng, oder? Im Zweifel werde ich das dann auch. Okay, gut. Was machst du? Ich mache einen Kartoffel-Rosenkohlsalat mit Blutwurst-Croutons. Sehr gut. Hört sich nicht schlecht an, ne? Genau. Und ich, liebe Zuschauer, werde machen einen Pfefferblätterteig, der wird geschichtet mit Aal, Orange und mit richtig schönem jungen Spinat. Das sogenannte ein Milfe wird heute zubereitet. Ich bin gespannt. So, und jetzt würde ich sagen, bevor wir anfangen, muss ich den Mann begrüßen, für den man die Küche extra gebaut hat, nämlich für den Horst. Hallo, mein Johann. Ja, Johann. Hast du die heute Morgen in der Alster gefangen? Ja, und ich habe, das war, als ich Rückenschwimmen war, ich habe mir noch so gedacht, Mensch, wer schießt denn da an mir vorbei? Ja, und da waren halt die zwei. Und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du sie direkt mit. Aber du warst ja so weit vorne. Ja. Seit wann ruderst du eigentlich im Achter alleine über die Alster? Wahnsinn, er kann das einfach so schön für sich. Ne? Johann? Ja, bitte. Hat das Jahr so angefangen für dich, wie du dir das vorgestellt hast? Jetzt so mitten im Anfang des Februars bist du da so? Ja? Also mir geht's gut. Weihnachten war ein schönes Fest. Alles in Ordnung. Ich fand es auch. Silvester fand ich aber noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir noch weiter zurückgehen? Nee, nee. Ingo, wenn du nachher möchtest, habe ich noch einen Tipp für dich, dass der Schnäuzer wächst. Soll ich ja noch auf? Ja, ich komme. Also wir tun jetzt erstmal den Salat in Rosenkohl kurz blanchieren, ja? Ich habe alles drin. Und das hier Wasser ins Fett kommt nicht drin. Bleibt der so? Ist da reingekommen? Tja. Der sieht komisch aus. Der sieht komisch aus, ja. Stimmt. Pass auf, wir tun alles mal runter. Ja. Kartoffel da schneiden. Ja. Okay, und ich mache die nehme ich mir hier rüber, ja? Wo darf ich die schneiden? Da. Und zur Not hauen wir jetzt noch mal ein Ei mit rein. Machen wir langsam wieder an. Okay. Ja, bitte, Johann. Guck mal, das ist das, was heute Nacht im Bett lag. Ach! Du bist aber ein Aalglatter, du, mein. So, warte mal gerade hier, Tube. Du darfst ja aber die Finger anfassen, die Kartoffeln. Echt? Ja. Ich dachte, du willst die nachher noch essen. Lass weiterlaufen. Ja. Ich schütte die lieber so runter, oder? Ja, okay. Und wie machst du das beim Schneiden nachher? Da fass ich mit Finger an. So. So, also. Jetzt kommt was Wichtiges, liebe Zuschauer. Und zwar, wie man einen Pfefferblätter gemacht. Man nimmt eine Platte, malt jetzt hier drauf Pfeffer. Guck mal, Horst. Ja, Johann. So eine Pfeffermischung. Eine Pfeffermischung auf Blätterteig. Schön. Und jetzt machst du Folgendes. Dann tust du den zweiten Teig drauf. Und dann rollt man es wieder aus. Dann hat man den Pfeffer zwischen dem Blätterteig. Das ist aber raffiniert, Johann. Da wäre ich aber jetzt nicht zugekommen. Ne? Wenn du zwei übereinander tust, hast du den in der Mitte. Johann, wo kommen die Kartoffeln da hin? Hast du die schon fertig? Ja, klar.
Menschenskinder, du bist ja aber wieder zügig heute. Sag mal, als Rechtsanwalt muss man doch eigentlich Schauspieler sein, oder nicht? Ich gucke ja mal so. Ja, so ein bisschen. Zumindest für die Staatsanwälte und für die Richter. Für die Mandanten dann eher weniger. Wenn du mich mal da sitzen hättest und müsstest mich verteidigen, ich Johann eingeschlossen und vergessen habe in irgendeinem Kühlhaus. Wie würdest du anfangen, mich zu verteidigen? Ich war so beschäftigt mit der Andrea, mit dem Teich, dass ich Johann vergessen habe. Kalt und frostig würde ich mit der Verteidigung beginnen. Ich könnte immer noch sagen, Johann sollte frisch bleiben. Ha? Meinst du, Johann sollte länger frisch bleiben dann? Das war nur gut gemeint, ja. Horst, du hast hier keine Haselnüsse drin, ne? Nein, das sind keine Haselnüsse. Ich habe eine Haselnussallergie. Da sind keine drin. Wehe, wenn. Wie äußert sich das bei dir? Dann haben wir ein Problem. Da kann ich nicht mehr atmen. Oh, das wäre aber ganz blöd. Ne? Dann hätten wir ein Problem. In die Schüssel. Okay. Obwohl, dann werden Frauen auch mal ganz schnell still. Wie lange muss ich jetzt hier die Nüsse rösten? Bis sie angeröstet sind. Wie lange dauert sowas denn? Wenn du die weiter so durcheinander schaufelst, dann haben die nie Kontakt zur Pfanne, dann wird da nichts. Ja, lass sie einmal ganz kurz zumindest die Temperatur fühlen. Ich hab's ja nur gut mit Ihnen gemeint. Ja, ja, das stimmt, aber das ist so, als wenn du auf eine Sonnenbank mit Decke gehen würdest. Das geht auch nicht. Ja, also lass den Momentchen so angehen. Wir gucken nochmal nach deinem Teich. Ich muss nämlich die Forellen füllen. Ach, guck mal, dein Teich. Ach, ja. Ja, aber das klappt jetzt doch. Sehr schön. Mach mal aus. So sieht ein perfekter Teig aus, oder? Ich meine, den kriegst du nie wieder gelöst von dem Gerät, aber... Was wird denn das denn laut Horst? Guck mal da. Sehr gut. Johann, wenn du noch Platz brauchst, nimm ruhig meine Forellen auch noch als Ablage. Das ist gar kein Thema. So. Den Teich jetzt schön mit dem Teigschaber aber in Frischhaltefolie. Nüsse, ne? Ich achte auf die Nüsse, ja. Horst? Ja, bitte, Johann. Frischhaltefolie. Du weißt das ja. Das ist die durchsichtige, die neben dir liegt. Ist ja kein Wunder, kann man ja nicht sehen. Horst, du weißt, der nächsten Samstag, ja? Ja. Haben wir Pause. Aber die Woche drauf, da machen wir eine richtige Karnevalssendung hier. Oh, da werde ich mir was einfallen lassen. Ja. Kannst du schon mal überlegen, aus was du hier auftreten wirst? Also ich habe mir überlegt, eigentlich möchte ich ja als prima Ballerina auftreten. Schön. Doch, das war immer mein Traumberuf. Ich konnte ja nur nicht machen, weil ich die Füße so kaputt hatte. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, auf 10 Spitzen zu gehen, habe ich mich am Fußboden festgesaugt. Horst. Ja, bitte. Ja, also, wie gesagt, liebe Zuschauer, gell, aufpassen. Nächsten Samstag. Übernächsten Samstag. Nee, nächsten Samstag ist Pause. Aber die Woche drauf sehen Sie hier Horst Lichter als was? Nee. Als Sträfling. Ja, Johann hat mir das Kostüm ausgesucht. Und du, Johann? Du kommst als was? Als Pirat. Wenn du mich rausboxen würdest, vielleicht komme ich dann ja nicht als Sträfling. Das wäre ja auch noch was. Ja, aber reizvoll ist ja, wenn du erst als Sträfling kommst und ich dich dann raushole. Ja, das wird ja dann ein bisschen bunter, oder? Wenn ich was? Oder hast du Angst vor der Sträflingskleidung? Ja, so ein bisschen schon. Ich habe keine Ahnung, ob die da was drunter tragen normalerweise. Die tragen da bestimmt nichts drunter, aber ich glaube, die Sträflingskleidung ist gar nicht das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das Schlimmste ist, da drin zu sitzen. In dem Bau. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm, ja. Vor allem ist der Küchengeruch, der ist, glaube ich, für euch beide nicht erträglich. Nee, warum? Der ist ganz komisch. Nein, das riecht, das sind Röststoffe, da riecht nichts angebrannt. Für mich riecht das eindeutig angebrannt. So, guck mal, jetzt machen wir Folgendes, jetzt mal den Blätterteig hier beschweren, ja? Papier drauf und ein Blech, dass der richtig schön beschwert ist. So, guck mal, 2 Schichten, ja? Jetzt darfst du ein bisschen rühren. Und jetzt backen wir den im Ofen. Danke. So, ja? Okay. Der darf nicht aufgehen, der muss ganz dünn bleiben. Das erste Mal. Ich bin etwas verblüfft. Ich dachte, der geht immer auf. Ingo, bei meinem Johann gibt es häufiger Dinge, die man nicht verstehen muss. Also ich bin gerade mal komplett irritiert. Ja. Macht nichts. Aber es gibt offensichtlich Dinge, ja, von denen ich keine Ahnung habe. Den Rosenkohl bitte nur ganz bissfest kochen. Ja? Ach so, okay. Ja, nicht zu weich. Ja, weißt du, wenn du mir 3 Aufgaben auf einmal gibst, dann weiß ich nicht mehr. Hm? Ist halt so beim Kochen. Hm? Sag mal, magst du Rosenkohl? Jetzt? Eigentlich nicht. Aber du hast mir gesagt, der lecker, wird seine Bitterkeit verlieren. Das ist super. So. Wenn man den vorher blanchiert. Abgießen jetzt. Und jetzt passt so. Kommt der. Wir müssen ja noch braten.
Das sind gelbe Tomaten. Ja, gab und hier. Dann nicht mehr. Warte, wie groß sollen die Dinger sein? Ganz klein. Kleiner. Viel kleiner. Noch kleiner als das? Ganz fein. Ja, wenn Gottes ich habe wirklich den Fisch heute. Wir kriegen das jetzt rein. Nee, du kannst fast alles unterarbeiten. Also wir haben jetzt die Nüsse, also Pistazien, so. Schöne Walnüsse, schön geröstet. Ein paar Pinienkerne hatten wir auch noch da drin, mit ein bisschen Butter. Puderzucker bestäubt, schön karamellisiert, damit es so ein bisschen klebrig wird. Jetzt kommt Marzipan-Rohmasse mit untergehoben. Dann kommen... Ah, das war lecker. So, dann habe ich hier noch ein paar Korinthen. Ja. Und eingeweichte Rosinen. Wie viel Rosinen? Also bei den Rosinen würde ich sagen, die eingeweichten Rosinen geben wir gleich Johann. Stehst und du wir drauf? Trinken den Schnaps, wo drin die eingeweicht waren. Den weil ich mag alleine. Keine Rosinen. Du kochst ja wieder sehr kalorienarm. Das ist uns sowas von egal. Wir können Johann. Das tragen, ne? Ja, wir ja. stehen dazu. So, in der Zwischenzeit habe ich meine Regenbogenforellen tatsächlich gefüllt mit frischen Kräutern, von innen herrlich gewürzt, mit Thymian, mit Rosmarin, mit frischer Blattpetersilie, mit frisch gehacktem Knoblauch. Und die gehen jetzt einfach ab in den Backofen, und zwar für 25 Minuten in etwa. Die sind übrigens dann gar in dem Moment, wo bei den Augen das Weiße rauskommt. Das heißt, hört sich mies an, ne? Was? Woher kommt der Trick? Ja, ich habe da mal ausprobiert und irgendwann gucken die komisch. Sag mal, Thorsten, ich habe neulich Seeteufel zu Hause gebraten. Ja. Und dann hat die ganze Wohnung zwei oder drei Tage lang nach Fisch gestunken. Ja. Wie kann ich das verhindern? Ja, das wir haben auch noch mehr. Ja, da war der Fisch schon etwas älter. So, da schneidest du eigentlich hier das Fett weg? Ja, frisch gekauft, aber alt davor. Also ich würde sagen, am besten gehst du nach Johann essen. Das ist wesentlich besser. Okay. Also was soll ich dazu sagen? Normalerweise exzellent lüften. Absauganlage anmachen. Das hatte ich vergessen. Fleisch braten, kein Fisch. Dann Duftkerzen aufstellen. Ja, was können wir noch machen? Also, ein frischer Fisch, ein frischer Fisch riecht eigentlich nie. So, soll noch mehr? Er sagt gerade, frischer Fisch stinkt nie. Genug, rein. Pfanne jetzt. Nein, ich habe wirklich frisch gekauft, glaubt mir das. Dachte ich zumindest. Ja, ich glaub dir das schon, dass das... Magst du die? Hast du schon drin? Ja, ich habe schon ein paar drin, willst du alle reinhaben? Nein. Wie viel möchtest du hiervon drin haben? Ah, nur ein Löffelchen, das reicht. Ein Löffelchen. Ich schütte mal ein bisschen ab davon. Ja. Ne? Also ich würde die ja gerne essen, aber ohne Rosinen nachher. Warum? Hast du echt sowas gegen Rosinen? Warum, ja, ich weiß warum auch denkst nicht. Du dir dann ein Rezept mit Rosinen aus? Damit das massenkompatibel ist. Okay. Viele mögen halt Rosinen, deswegen habe ich so viel Alkohol dran getan. Johann, magst du Rosinen? Ja. Lass mal den Fisch riechen, ob der stinkt. Der ist lecker. Der ist lecker. Gut, ich möchte den auch nicht als Duftkerze im Wohnzimmer haben. Ich habe noch nie Aal gegessen. Du hast noch nie Aal gegessen? Also dann solltest du damit heute eigentlich nicht anfangen. Nee, ne? Nee, obwohl Aal ist sehr, sehr lecker. Geräucherte Aal mag ich ausgesprochen gerne. Ich finde, das Marzipan lässt sich schwer verarbeiten. Ja, ja, das heißt ja auch nicht leicht fahren. So. Ist aber okay. Weißt du, ja? Ja, stellen wir mal hier. Schön. Und hat auch Spaß dabei. Sehr schön. So, pass auf. Gut so. Jetzt machst du dazu. Hast du gerade gut gesagt? Ja, gut. Brühe reinmachen, bitte. Ja. Und Essig. Die ganze? Nee, nicht alles, Hälfte. Und mehr noch? Das gibt jetzt die Marinade für den Salat. Und zwar Entenbrust geräuchert angebraten mit Schalotten. Und Essig wie viel? Essig die Hälfte also ungefähr. Nochmal schön. So, schön einkochen. Mehr noch bitte? Gut, so, und jetzt einkochen lassen. Ja. Und jetzt kannst du den Rosenkohl in halbieren. Okay. Bitte. Gut, gut, gut. Das sind deine Aktionen, die du gegeben hast, oder? Johann, ich glaube, er meint dich damit. Meint er mich damit? Guck mal, er macht Publikum weg nach, nur ohne Teig, ne? Ingo, boah, stell dir das mal vor. Das kochst du gerne? Schönes, ne? Was hast du? Kochst du gerne? So? Ich koch total gerne, aber ganz ehrlich, anders als du. Also ich bin da eher so Freestyle. Was heißt das anders als ich? Ich mache da nicht so fein und vor allen Dingen schon gar keinen Aal. Wieso? Ja, ich habe eine panische Angst vor Schlangen. Und wenn ich so einen Aal sehe, da kriege ich so einen dermaßen Respekt im Nachhinein noch vor diesem Tier, auch wenn es tot da liegt. Ehrlich? Ja. Ja.
Obwohl, der Aal ist ja praktisch nur der Cousin von der Schlange. Hör mal, und wenn die Schwester wäre oder der Stiefcousin, das wäre mir auch egal. Ich muss sagen, ein Halbieren haben wir gesagt. Ein Räucheraal auf Schwarzbrot. Halbieren bitte. Halbieren. Gut. Also ein Räucheraal auf, genau, auf Schwarzbrot und dann Rührei dabei. Finde ich super. Nee. Lecker. Ganz und lecker. Und dabei ein lecker Bierchen. Oh. Yo. Ich finde, wir machen eindeutig das leckerere Essen. Wir? Ja. Wer macht das leckere Essen? So. Also ihr macht da Rosenkohl, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Oh, Rosenkohl ist der aber soll auch lecker sein, sagt der Johann. Soll. Wie, damit kannst du nichts anfangen? Ich kann mit, schmeckt mir überhaupt nicht. Was, Rosenkohl? Nee, Rosenkohl schmeckt mir nicht. Da wirst du nachher mal Rosenkohl mit Aal probieren. Nee, ich weiß noch nicht. Anbraten. Ich glaube, ich bleib bei meinem Dessert. Da wollten wir Öl zünden. Oder bei deiner Forelle. Schön braten, genau, wunderbar. So, guck mal hier, richtig schön. Jetzt hast du ja doch alles alleine gemacht, ich wollte doch. Ich wollte dir das nur einmal zeigen, da liegt noch ein Knubbel. So, schön ausrollen. Ja. Weil ich habe immer Angst, wenn so ein Gerät in der Hand einer Frau ist. Dumm. Das erinnert mich immer ganz schwer an meine erste Ehe, weißt du? Ich hab heute noch Narben von. Ja, Johann? Hast du so eine schlimme Ehe gehabt? Oh, ich kann dir die Narben mal zeigen. Sollte ich mal erleben, zu was ich mutiere, wenn man mich beim Kochen stört. Ehrlich? Ja. Da darf keiner in der Küche sein. Ich bin ein totaler Chaot in der Küche. Also es sieht schlimm aus, wirklich. Deshalb kann ich auch nicht für Freunde kochen, weil wir eine offene Küche haben und die ist dann nicht mehr vorzeigbar. Was? Und da darf keiner in der Küche sein. Das ja, aber das ist ja gerade schön, wenn man sieht, dass gekocht worden ist. Ja, finde ich auch. Ja, das ist sehr schön ordentlich sein. Du machst mal so ein paar Ringe fertig. Ja. Oder soll ich jetzt hier eine falsche Seite? Weil das schön nee, ist, nee, ist richtig so. Bei dem Teig, du hast keine Reste. Du kannst ihn immer wieder neu ausrollen und kannst wieder neue Taschen daraus machen. Sehr schön. Okay. Ja? Dann nimmst du das einfach so nach oben. Wenn man das richtig durchgestochen hat, natürlich nur. Meine waren richtig durchgestochen. Deine waren richtig durch. Ich wusste es, weil es typisch. So. Legst das da oben hin. Hey, gut, 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 gut. Ja, gut. So. Das musst du schön anbraten, gell? So, und dann füllen wir das. Warte mal, ich zeig dir wie. Leicht schön braun braten, gell? Ja. Dann kannst du unter diese Soße davon den Senf drunter rühren und abschmecken mit Salz und Pfeffer. Das war, das in die Mitte rein. Einrühren. Genau, und abschmecken. Nimmst dann noch ein bisschen von dem Nougat. Ja, genau. Da kannst du gerne viel nehmen. Ja, magst du auch so gerne Nougat? Oh, ich auch. Ein bisschen Nougat, dann machen wir schnell ein Ei. Was ist eigentlich mit deinem Essen? Mein Essen, das klappt schon irgendwie. Und die man davon ausgeht, dass schon so portioniert hat, dass ich den Senf komplett da rein tun kann. Ganz einfach, genau. Ja, so. Der Rosenkohl ist übrigens so schön grün, weil der vorher kurz in ganz kalten Salzwasser mit viel Salz blanchiert worden ist und dann sofort abschrecken im kalten Wasser. Dann bleibt das fette, bestimmt grüne Farbe da. Ja? Genau. Ja? Und dann machst du mit einem Gäbelchen und den Rand wieder schön. Schön braten, so. Okay, da würde ich mal schauen, mal gucken, was unser Brot ist. Und dann legen wir die auf dem Backblech. Oben drauf. Ja. Und dann gehen die ab in den Backofen. Okay, okay? Alles klar. Jo. Übrigens ein schöner Trick ist, den habe ich natürlich von Johann geklaut, wenn man Backpapier aufs Backblech legt, dann wackelt das ja immer hin und her. Ein bisschen Butter drunter, damit kann man das schön verkleben da drauf. Mhm. Es wackelt nicht mehr hin und her und die Butter ist egal, weil die sowieso nachher im Essen. Ist aber geklaut von Johann, ne? Also nicht, dass ihr nachher sagt. Ich finde das schön, dass du das zugibst. Na Johann. Was hast du geklaut? Ich habe gerade erzählt, wie du das Backpapier auf dem Backblech festmachst mit Butter. Ah, weißt du, was schön ist? Na? Johann, kriegst du das Blech nicht in den Backofen? Das ist irgendwie komisch hier. Ist irgendwie komisch? Ja. Koch du weiter. Hab gerade mal Zeit. So, alles gut. Willst du mal probieren, ob das okay ist? Willst du mal probieren, ob das okay ist? Oder kommt da noch mehr Salz? Viel Salz, aber sonst super. Bisschen Salz noch? Applaus, super, Leute! Ja, sehr lecker. Sahne noch dabei, oder? Warte, lass mich erst bisschen Sahne. Sahne. Das ist gerade so ein schönes Bild, ihr beide nebeneinander mit euren Bärten. Sollen wir nochmal?
Schau mal nochmal für dich. Oh, aber seiner ist länger, ne? Natürlich ist seiner länger. Eindeutig. Aber du weißt ja, dass darauf nicht ankommt, oder? Sag mal. Entschuldigung, bitte. Passt. Passt. Johann, da kannst du nicht mithalten. Guck mal, wenn man jung ist, dann sieht ein guter Bart so aus. Ich sag mal, Bescheidenheit mein feinstes Kleid. Deshalb kleiner. Du hast was am Finger. Was hab ich? Rosenkohl, ja, immer. Ja. Bin ich schon wieder gemaßregelt. Aber Johann hat den kleinsten. Johann hat den kleinsten. Du sag mal, du hast für deinen Mann, und das finde ich ja sehr, sehr schön, hey, Johann, etwas gelernt, was du vorher noch nicht kanntest, wofür du aber sehr talentiert bist. Talent, ja, ich würde bezweifeln, dass ich wirklich Talent habe. Ich hab Sie für, kann Schlagzeug spielen. Ich kann einen einzigen Song auf dem Schlagzeug spielen. Ich habe das zur Hochzeit. Mein Mann ist Schlagzeuger. Und ich habe gedacht, ich mache ihm eine Überraschung. Okay. Ich fange nicht an zu singen. Dann hätte er sich wahrscheinlich sofort reinlassen. Wir sind Köpfe. Aber es fehlt eine Bassdrum. Ich komme in Fahrt. Von Marvin Gaye, What's Going On? Und ich habe viel zu langsam gespielt. Was macht ihr jetzt hier? Schlagzeug aufbauen. So? Ich habe aber seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt. Tja, das ist keine Ausrede. Wie schwimmen, das verlernt man nicht. Das ist die Bassdrum, also, ja? Ich stelle mich. So. Genau. Das war von Marvin Gaye, What's Going On. Direkt erkannt. Was ist das? Also da kann man ja sagen, er hat geweint. Also, es hat funktioniert, ja. Ja, bei mir würden die auch weinen, wenn ich an so ein Ding gehen würde. Nur aus einem anderen Grund. Ich habe mich mal im Klavier gesetzt und wollte daran spielen. Da hat das Klavier laut geschrien, lass mich wieder ein Baum sein. So, ich mache jetzt gerade hier als nächstes den Spinat für meine Blätterteig-Geschichte. Und zwar habe ich erst... Oh, aufpassen hier, Ingo. Ja. Ja. Okay. Nicht zu dunkel. Was hast du gesagt? Zu dunkel? Nee, geht. Obwohl, ich mag den, wenn der knusprig wird. So, ist kein Problem. So, alles klar. Ich habe hier einfach Knoblauch und Butter. Und das ist jetzt hier ganz junger Spinat. Erstmal muss man das... Ihr wichtiges Würzen die Butter mit Muskatblütensalz. So. Ja, ich habe vergessen. Und dann den Spinat rein. Das macht nichts, habe ich auch schon mal vergessen. Ganz jungen, frischen Spinat. So, das ist lecker. Und den tun wir jetzt einfach so zusammenfallen lassen. So, jetzt kannst du die rausmachen und zu den Kartoffeln dazu. Okay. Ja, am Anfang. Ne? So. Ja. Weil du Johann nicht neben dir hast. Sag mal, wie sagt man eigentlich bei dir in deiner Heimat zu Blutwurst? Weißt du, wenn Blutwurst sagt man auch Blutwurst. Blutwurst? Ja. Ich komme aus Krefeld, da heißt das Flönz. Flönz. Aha. Richtig. Ja, das heißt im Rhein... Ich weiß nicht. Im Rheinland so, glaube ich. Ja, Flönz. Weiß ich nicht. Sag mal, Horst, wie heißt Blutwurst bei euch in Köln? Flönz. Flönz, ne? Eben, bei uns auch. Sag mal, wo soll die Pfanne hin? Einfach hinten stehen. Hm? So, da ich würde sagen, ich schieben wir schon mal rein und machen so ein zweites Backblech. Wie lange müssen wir hier drin bleiben? 25 Minuten, das ist das Problem. Wird aber knapp. Das wird knapp. So, Spinat, okay. Jetzt machst du dazu bitte das Dressing davon. Toll, toll, toll. Rein, drüber schütten. Drüber schütten. Ja, drüber schütten. So lauwarm muss nicht heißer sein. Ja, bitte? Muss nicht heißer sein. So, du musst mal aufkochen, genau. Guck schon mal auf. Die sieht aber lecker aus, die Kochkorte. Erzählt ja nichts davon. Hallo? Hallo, ja. Hier ist gut. Hier ist Johann Lafer von Laferlichter Lecker. Grüße Sie. Hallo, Herr Lafer. Grüße Sie, wie geht's? Gut, danke schön. Von wo rufen Sie an? Aus Köln. Oh. Oh. Ach, liebe Leinchen. Ja. Ich hoffe, ich verstehe Sie. Alles klar. Ja. So, was kann ich tun? Herr Lafer, ich würde gerne von Ihnen wissen, den Unterschied zwischen weißem, schwarzem, grünem und rotem Pfeffer. Und zu welchen Speisen man welchen Pfeffer benutzt. Also es liegt sehr viel an der Farbe.
Das weiß ich auch. Also grüner Pfeffer wird unreif geerntet und meist in Salzlake eingelegt oder auch ja, getrocknet. Das, glaube ich, das kann man so kaufen, ist klar. Dann gibt es den schwarzen Pfeffer. Der schwarze Pfeffer wird ebenfalls unreif geerntet, aber allerdings wird er dann fermentiert. Dann bekommt er außen diese schwarze... Kannst du so besser lesen, Johann? Du bist ein... Du bist... Ja. Hast du so einen Freund, brauchst keine Feinde mehr. So, Sie entschuldigen bitte, aber das war eine interne Sache jetzt. Ja? Also schwarzer Pfeffer wird ebenfalls unreif, allerdings erst kurz vor der Reife geerntet. Er wird dann fermentiert und getrocknet. Dabei färbt er sich schwarz. Weißer und roter Pfeffer werden aus dem vollreifen Frucht gewonnen. Beim weißen Pfeffer löst man durch Einweichen die Schale ab und trocknet ihn dann. Roter Pfeffer ist eine Rarität. So fangen ja Ideen immer. Tja. War das so richtig vorgelesen? Haben Sie verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Also, Sie lachen gerade. Und zu welchen Speisen benutzt man die verschiedenen Sorten? Oh, da muss ich Sie weitergeben. Da gibt es Spezialisten. Einen Moment. Hallo schon. Hallo, also zu welchen Speisen? Also grüner Pfeffer zum Beispiel ist sehr berühmt geworden mal in den 70er, 80er Jahren, als man anfing, frische Erdbeeren mit grünem Pfeffer zu servieren. Ja, das schmeckt lecker. Das schmeckt lecker. Warum fragen Sie mich denn dann, wenn Sie das wissen? So. Ich wollte ja wissen, ob Sie es auch wissen. Ja, ich weiß das. So, hervorragend ist übrigens, roter Pfeffer ist ganz, ganz selten. Den kriegt man kaum noch zu kaufen. Den in einer Pfeffermühle für nachher zu würzen, ist ein Traum. Weil Pfeffer in einer Mühle, frisch gemahlen, erst dann drüber tun. Zum Einlegen natürlich der grüne Pfeffer auch nicht verkehrt. Naja, und der Rest in der Farbe ist mir sowieso egal. Haben Sie sonst noch eine Frage? Nein, das war's eigentlich. Dann bedanke ich mich. Ich mich auch. Sie sind eine tolle Frau, ne? Grüß dich, Girl. Tschö. Wolltest du noch was sagen, Johann? Nee, ich wollte nur wissen, ja? Was die in Köln beim Karneval machen, wollte ich Sie fragen, aber es ist zu spät. In Köln? Ja, entweder sammelt die Klümpchen oder die steht oben. Gibt nur die zwei Varianten da. Ja. Senf zum Ei. Johann, kommst du klar? Genau, und Sahne. Du brauchst Sahneblech. Okay. Ja. So. Also wir haben jetzt erstmal hier zwischendurch den Salat, und zwar hier den Rosenkohl angebraten, Schnittlauch, die gebratene Entenbrust mit Essig, Pflanzenöl, dann der Hühnerbrühe, Salz, Pfeffer, Schnittlauch, alles hier zusammen vermischt. Jetzt lassen wir es erstmal richtig schön durchziehen. Und dazu gibt es jetzt diese Blutwurstscheiben, Flönz, gebacken, und zwar in Mehl, Ei verquirlt mit Sahne und grobem Senf und dann in Brösel. Und dann wird das Ganze im heißen Fett... Sahne rein? Genau, Sahne dazu. Okay. Reicht? Genau, so ist gut. Und jetzt musst du die Blutwurstscheiben da durchziehen, ja? Zuerst in Mehl, dann da und dann in die Brösel rein. Ja. Okay, bitte. Sieht alles gut aus. Würde ich eine Gabel aus dem Vollen klöppeln, bitteschön. Ich bin so beschäftigt hier. Kommst du gar nicht drauf. Oh, das sieht aber so, sehr lecker aus. Das ist bestimmt alle. Ist das Öl schon heiß, Johann? Warte, ich gucke. Gucke sofort. Ja, lass mich das mal liegen, ne? Hier kann man schon mal sehen, der Blätterteig, wie der geworden ist. Guck mal hier. So. Super. Sehr gut. Ja. So, und jetzt da. Guck mal nach dem Fett erstmal. Warte mal eine Sekunde. Mal hier einschalten. Siehst du? Schon klebt das. Und jetzt mal. Okay. Ja, dann rein damit. Hier rein. Aber erstmal warten es. Ja, guck mal. Eins, mal rein. Eins. Das ist nicht nee, zu heiß, nicht, zu wenig ja. heiß. Ja, ja, ja. Und warten, machst du ein paar vor einfach. Ja. So, ich mach jetzt erstmal. Ich habe das Gefühl, du hast auch ein bisschen Langeweile. Ach, du bist ein Schatz, danke schön. Ein paar Pfannenheber, damit ich den Fisch nachher aus dem Ofen kriege. Ich tue überhaupt gar nicht viel heute. Was sind hier für Brösel? Was sind die? Was weiß ich? Ja, der macht die ganze Zeit irgendwie wieso? An meinem Dessert rum. Wieso heute? Hast du denn schon Fisch am Anfang und danach? Heute war nicht so gemein.
Ich reiß ihr das Dessert aus dem Groben, weiße. Ich siebe das Mehl heimlich im Hotel. Ich muss den Aal für Johann räuchern und dann heißt es, ich tue nichts. Nein, du hast es toll gemacht. Das, was du getan hast, ich sage jetzt nichts mehr ohne Anwalt. Offensichtlich sind die Frauen. Also auch offensichtlich sind die Frauen mehr gewöhnt. Was sagst du? Offensichtlich sind die Frauen immer mehr gewöhnt. Aber ich glaube, manchmal können wir auch tun, was wir wollen, ne? Reicht ja, dann. Ja. Und du hast mir das Mehl weggenommen. Ich habe dir das Mehl weggenommen? Auch das noch. Nein, du hast es zu mir rübergestellt. Ich wollte dir noch näher sein. Bis vor wenigen Augenblicken warst du ein äußerst sympathisches junges Mädchen. Und kaum kommt sie dran, weißt du, wird sie ziegig. Du kriegst so ein Ding. Sie arbeitet, du arbeitest schon wieder für mich. Es kann jetzt dann sein, dass ich mal eingeladen werde bei ihr, siehst du? Das ist sehr gut möglich, Johann. Ja, das ist sehr Johann gut ist übrigens ein sehr sympathischer Gast. Was frühstückst du denn, Johann, morgens zum Frühstück? Ach, ihr fangt direkt so an. Sag mal, kommt man eigentlich bei euch? Das geht aber zügig vorwärts, du. Jeder kriegt bei uns das Frühstück, was er haben will. Sag mal, Johann, kommt man eigentlich bei euch als Frau weiter? Offensichtlich ja, ne? Wie als Frau. Ja, so, hier. Andrea, die wird schon überall hin eingeladen. Na, ich will ja nicht, ne? Aber du solltest lieber die Scheiben umdrehen, bevor sie schwarz sind hier. Ach so. Bevor du eingeladen bist. Die haben mir gesagt, der ist streng. Das ist ja der wirklich. Der Johann. Ja. Ja. Naja, was heißt streng? Aber er hat schon zweimal gesagt, hast du gut gemacht. Ja, hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Meine Damen und Herren, Ingo ist ein guter Koch. Danke. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, ich auch. So. Er hat eine Bestätigung gebraucht, merkst du? Ja, du bist eine sehr hübsche Köchin. Was willst du von mir? Kannst du sagen, was du willst bei der Tante. Du bist immer falsch, weißt du? Das war einfach nur so. Du bist eine sehr hübsche Köchin, sagt sie, was willst denn du von mir? Ja. Da muss man sich mal vorstellen. Doch. Ja, ich bin ja nicht gewohnt, dass er Komplimente macht. Doch, ich kann sehr gut Komplimente machen. Ich habe schon mal so lange auf eine trockene Rose eingesprochen, bis die wieder neu geblüht hat. So. Sollen keine Metapher sein. So, Kartoffelchen schön rein. Oh, die sehen aber jetzt sehr schön aus. Wie, die anderen nicht? Die anderen waren eher experimentell. Aber die sind wirklich sehr schön. Ja. Jetzt bist du doch ein bisschen stolz auf mich, oder? Nein, nicht ein bisschen. Ich bin sehr stolz. Wenn man hier die ganze Zeit so rumrührt, ne? Ja. Und hier rumdreht, dann hast du ja irgendwann mal die Finger so dick. Eine große Tasche machen. Ja, hier? Ja. Am besten machst du das zwischendurch. Steckst du die in den Mund? Nein, oder? Mach ich sie mit der Gabel. Du machst sie mit der Gabel weg. Eine große Tasche. Ja. Ja? Ja, ich meine normalerweise nur mal Schnitzel zwischendurch. Ne? Das sind ja maximal 3-4 Stück. Da hast du ja die Finger nicht so. Hier, guck dir das mal an. Ja. Wie sieht das aus? Es gibt doch nichts Schöneres, als so ein kleines bisschen beim Backen Neues zu entdecken, weißt du? Boah! So. Das ist mal eine Füllung, ne? Ich werde das bestimmt überhaupt gar nicht. Aber das ist auch schon. Johann kriegt doch nichts davon. Die Vorderen sind gerade drin, siehst du auch. So. Johann, du hast, glaube ich, ein Herz zu heiß an. Da brummt bei mir am Ohr. Was? Mir brummt nichts. Nee? So, mach mal schön. So, wir haben hier so kleine Gemüseschüren. Was sagst du? Mmh. Das hier wird ein Plätzchen für einen kleinen Hunger zwischendurch. Ich hab Kalb. Ne? Ja. Weil Rainer Kalmund macht Diät. So. Damit bringt man eine kleine Familie, aber dick durch den Winter. Ne? Hast du gut gemacht, alles. Pass mal auf, das machen wir so ein bisschen. Das brauchen wir gar nicht mehr machen. So. Nee, genug jetzt. Okay. Das Brett passt jetzt alles weg, komm. Du alles nach hinten stehen einfach. Das ist ein Familienplätzchen. Für die große Familie. Das machen wir auch schön. Das macht das schön jetzt, ja. Und dann gehen wir das ab in den Backofen. Ich gucke auch mal nach, was die anderen Plätzchen machen. Ui. So, alles, was da ist, kannst du alles nach hinten stehen, gell? Ja, mach ich. Egal. Johann? Ja. Guck mal. Nein, zeig das nicht, Johann. Die Reaktion sagt alles. Das ist entsetzt. Ausstechen? Ja, war eine tolle Idee von uns, ja. Oh, du kannst einen großen Montagzug verteilen in Köln.
Obwohl, wenn du die vom Wagen schmeißt, okay, da sieht der da unten komisch aus. So, so jetzt müssen wir noch die Belis-Sahne machen. Ach so, wie machen wir denn die? Ja, erstmal Sahne schlagen. Ah ja, gut, okay. Dann machen wir das. Sei froh, beim letzten Mal haben wir ganz vorne angefangen, haben wir erstmal eine Zugehör, eine Kuh gezüchtet. So, hier so, da, Sahne. So, super. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Salz, Pfeffer brauchen wir auch nicht mehr. Nee, kannst du hier vorne schön den Tisch und dann kann man schön anrichten, gell? Gib dir eine schöne Platte dafür. Nein, erst die Sahne schlagen. Sag mal, wie wichtig ist für dich eigentlich Dessert beim Essen? Gehört dazu. Also, ich finde, ein Essen, ein Abend- oder ein Mittagessen ohne Dessert ist wie, wie? Sex ohne Vollendung. Ja? Also. Was ist das denn? Hallo? Ich bin zum Kochen eingeladen worden. Ich weiß ja nicht, wozu du eingeladen worden bist. Bei mir ist das Kochen mit den beiden. Wir sind totale Genießer. Und ich finde, ein Dessert gehört zu jedem anständigen Essen dazu, oder nicht? Und wenn es nur was Kleines ist. Ja. Johann, verstehst du jetzt, wieso ich so ein großes Dessert gemacht habe? Nimm ruhig meinen Lappen. Das ist schon vollkommen okay, Johann. Ja, gut. So. Also, meine Kartoffelchen lassen wir jetzt mal schön braun werden. Das ist übrig. Das ist übrig. Mehl brauchen wir auch nicht mehr. Die Forellen sind im Backofen. Ich glaube, ich kann mir schon mal Gedanken machen, wie das nachher aussehen soll. Muss ich den Salat abschmecken nochmal? Nee, bleib da auch mal. Nee, bleib da rein. Ich hab den nur weggetan, damit du da ordentlich wischen kannst. Jetzt kannst du schön anrichten, gell? Wie willst du die angerichtet haben auf der Platte? Kommen die drumherum? Salz. Der Würfel. Bisschen Salz noch? Ein Chili. Oh. Also wenn ich das mal so ganz ohne Blödsinn sagen darf, Jo, das sieht ausgesprochen lecker aus, was ihr da habt. Ja. Weißt du, das ist eine Kochsendung. Nee, jetzt ganz, das sieht wirklich, also das ist sehr lecker. Was hat das hier drin? Das ist Lauchzwiebelchen. Und Chili. Und Chili. Genau. In Butter kurz angesetzt. Sonst nichts, genau. Ich zeige dir gleich, wie das jetzt gemacht wird. Was hast du hier? Das ist nur Creme Fraiche mit etwas Senf und Schnittlauch und Salz und Pfeffer. Ah, darf ich mal? Wir haben jetzt ein bisschen Zitronensaft rein. Und? Sehr lecker, Johann. Mach doch einfach so eine schöne Reihe da. So noch ein kleines bisschen, pass auf, dass keine Butter. So eine Reihe in der Mitte. Ah, okay, gut. Und dann machst du die Scheiben links und rechts hin. Ja, machen wir. Mach ich. Da, da, da. Jetzt freue ich mich richtig auf Karneval. Ja, ich auch. Kriege ich von dir auch ein Strößchen? So ein Sträußchen? Ja, klar. Du kriegst von mir an Orten. Da bin ich auch mal gespannt, was ich von dir für einen Orden kriege. Wahrscheinlich kann ich den gar nicht tragen. Darf ich mal gucken? Das reicht, oder? Das reicht, ja. So. Halt, lass drin. Jetzt ist ganz wichtig. Mix mal auf kleinster Stufe. So. Schön vermischen. Damit wir eine Belis-Sahne haben. Dann hole ich mal den Fisch raus. Und deine Plätzchen. Johann, ist das so, wie du das vorstellst? Sehr schön, ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, guck mal, großartig, wie du das machst hier. Perfekt. Ja. So, jetzt machen wir Folgendes. Hier vorne ist ein Blätterteig, ja? Da drauf legen wir jetzt eine Scheibe Orange. Dann kommt auf die Orange drauf der Spinat. Ja? Okay. So, dann kommt da drauf ein Stück Aal. Da drauf kommt wieder Spinat. Guck mal hier, mein Kind. Ich hätte eine Schürze anziehen sollen. Oh. So, da drauf kommt wieder Blätterteig. So. Da drauf kommt wieder eine Orange. Da drauf kommt jetzt wieder Spinat. Wie weit geht denn noch? Brauchst du mal Blätterteig? Ja. Ja? Darauf kommt jetzt Aal. Dein Fisch verbrennt. Ja, und in einer Stunde sind wir fertig damit, ne, Johann? Darauf kommt. Johann, wenn du so weitermachst, versuche ich die Forellen aufrechtzustellen. So.
Das fand. Jetzt bin ich gespannt. Horst, das warst du. Nein, ich fand das umwerfend. Nein. Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Und mir tut das auch sehr leid. Das hat der Johann sich so viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen hoch, ne? Nein. Nein, das war nicht so hoch. Johann hat die schon viel höher gemacht. Ich vergesse nie das Höchste, was Johann mal gemacht hat. Was war das? Das war auf der Stromburg im Turm. So. Na Johann, denk dran, wir möchten hier nicht hochstapeln, ne? Guck mal, das ist ein Applaus wert, ne? Wie das jetzt gemacht hat, oder? Toll, ja. So. Und jetzt machen wir auf ein bisschen schöne Creme Fraiche mit Schnittlauch, Senf, Limonensaft, Salz und Pfeffer. Und dann würde ich sagen, wir sind fertig, oder? Ja. Darf ich mal? Ja. So. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, komm. So. Ich würde sagen, du darfst das schon mal mit auf die rechte Seite des Tisches nehmen. Links auf die linke Seite. Ja. Wohin hier? Genau, da vorne hinstellen. So, Johann, ich komme auch mit dabei. Meine Forellchen sind fertig mit der Kartoffeln schon, ne? Guck mal hier, was, eine Kleinigkeit für uns zwei. Was, komm mal hin. Ja. Das sieht, Also ich muss schon sagen, Johann, deins war etwas filigraner in der Anrichtung. Aus, ja. Ja, ist schon was hübscher geworden, da kann man sagen, also ich muss trotz alledem sagen, auch wenn du ungern in der Küche bist, nein, Andrea, nein, ich bin gerne in der Küche, man darf dabei nur nicht mit mir reden. Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Zum Trinken gibt es heute nichts, Leute, hier gibt es nichts. Ne? Weißt du, was ich aber jetzt auch sehr schön finde, Johann? Guck mal, Ingo Lenz. Ich hab noch ein Wasser. Ja, der Johann besorgt dir die Getränke. Ja, guck mal, Ingo Lenz ist sonst im Gericht, heute am Gericht. Ich hab das ältere Kochwein hinten gefunden, siehst du. So, jetzt sagt mir noch mal eins. Ja, bitte. Von welchem Essen hat man jetzt länger was? Also ich meine so um die Hüften rum. Hier, definitiv. Ja? Natürlich. Wenn du das jetzt hier gegessen hast, schwöre ich dir, da weißt du ganz lange, was du gegessen hast. Prost! Johann! Andrea! Danke dir. Danke dir. Die Lehrstunde. Andrea. Johann. Danke dir. Liebe Zuschauer, nächste Woche Pause, dann gibt es hier eine Stimmung mit Karneval. Also, servus, tschüss. Aber wie?